Ja, herzlich willkommen, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Heute zeigen wir mal ein bisschen, wie man JavaScript in Backend-Modulen bzw. im TCA zum Laufen bekommt. Wichtig ist dabei, wir gehen vom Typo3-Backend aus. Es geht nicht um irgendwelchen Hokuspokus, den man auf der Konsole oder so braucht oder irgendwelches Node.js, sondern wir brauchen wirklich nur das Backend, das wir in dieser Ansicht einsetzen kann. Als Beispiel habe ich eine Extension mitgebracht, an der ich jetzt schon so ein paar Monate sitze. Die ermöglicht es, im Backend eine Image Map als Redakteur zu pflegen. Ich weiß nicht, wem Image Map heute kein Begriff mehr ist oder schon wieder ein Begriff ist. Wie ist da der Bekanntheitsgrad? Image Map, sagt das was? Also ein paar Hände sind dann doch dabei. Image Map ist ein ziemlich altes Konzept aus den Startzeiten des Webs, mit dem man es ermöglicht hat, so ab Internet Explorer 4.01 Bilder so zu unterteilen, dass sie unterschiedliche Links pro Klickfläche zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, Explosionszeichnungen von irgendwelchen Motoren zu haben und konnte dann für einzelne Teile, die man per Image Map definiert hat, einen anderen Link zu einem anderen Dokumentationsblatt anbieten. Das Konzept ist heutzutage mal wieder ein bisschen interessanter geworden, seitdem Flash nicht mehr ganz so relevant ist. Versucht man mal wieder ein paar ältere Tricks zu ziehen. Und genau dieses Beispiel mit diesen Datenblättern für gewisse Motoren ist als auch so dieser Aufhängepunkt. Davon ab ist es halt ein bisschen schlanker, als wenn man großartig JavaScript draufschmeißt, um dann irgendwelche Click-Areas zu ermöglichen. Beispiel wäre ein Adventskalender, passend zur Jahreszeit, dass man mit einem großen Bild darstellt und wo man dann auf die 24 Türchen jeweils einen anderen Link platzieren kann, mit dem man dann ein Modalfenster öffnet. Das ist so ein Einsatz. Ich habe es jetzt ein bisschen trivialer gehalten. Ich habe einfach mal nur ein Testbild genommen. Und das ist so das, was ich jetzt, wo jetzt gerade daran gearbeitet wird. Man merkt also, das ist nicht mehr nur dieses reine Austausch von ein paar Informationen in einer Selectbox, sondern passiert jetzt schon ein bisschen mehr. Das ist also nicht mehr mit dem Standard von Typo 3 abzudecken. Das Tool an sich ist jetzt einfach nur für mich das Transportmittel, um die Technik zu zeigen. Das Tool an sich ist relativ komplex, das ist jetzt auch nicht das Ziel der Session. Mir geht es einfach nur mal darum, was muss ich denn jetzt machen, um das zu bekommen? In diesem Fall bei dem TCA reden wir hier von einem Custom Control. Wer hat schon mal mit der Form Engine ein bisschen rumgespielt? Das sind doch schon einige. Das heißt also mal wirklich so ein Node selber erstellen, so ein Formelement selber zu erstellen, ist jetzt nicht ganz unbekannt. Wir finden das in der Image Map Extension auch genauso wieder. Ich kann gucken, ob ich einen anderen Theme Color Schema verwende. Die Kamera spricht dagegen. Das ist noch dunkler, das ist nicht. Nein, das. Dann nehmen wir das Default. Okay, die Konsole brauchen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, jetzt alles groß genug? Gut. Okay. Wir verwenden ganz normales Formelement, so wie man das halt für ein Custom Control braucht. Genau das gleiche wie in allen anderen auch. Und die Besonderheit ist hier einfach nur in der Render-Methode wird am Ende ein Require.js-Module angegeben. Und das ist im Prinzip auch der einzige Aufhängepunkt, den man an der Stelle braucht. Also sobald man ein Require.js-kompatibles Modul zur Verfügung hat, brauche ich das nur in meinem Node, also in meinem Form-Element registrieren und dann wird das auch mitgeladen. Wenn man dann
ein bisschen komfortabler arbeiten möchte, kann man sich noch so ein paar einzelne Werte per PHP reinreichen lassen, indem man die Callback-Function für Require.js mit angibt. Und was das jetzt im Einzelnen macht, das gucken wir uns jetzt nochmal im Quelltext an. Also wir merken uns einfach, wir haben einen Edit-Control und wir haben so ein Form-Element. Was das jetzt konkret bedeutet, lassen wir mal außen vor. Es geht einfach nur um die Module an sich. Und wenn wir nach diesem Modul suchen, dann werden wir das hier im Quelltext finden. Und man sieht hier ist der Aufruf von Require, das ist der Require.js-Befehl, das Modul und die Callback-Function, die gerufen wird, wenn das Laden der JavaScript-Datei erfolgreich verlaufen ist. Jetzt hat so ein Modul einen fixen Namen. Das sagt mir jetzt aber so als Entwickler noch nicht zwingend, wo kommt denn das Ding überhaupt her? Zumal ich ja auch in der PHP-Datei auch dem einfach nur sage, nimm das Ding. Da springt halt Require.js rein und bietet einem die Möglichkeit, alle JavaScript-Dateien bzw. alle JavaScript-Module, die zu einer Extension gehören, auf einfache Art und Weise zu laden. Gucken wir uns nochmal den Quelltext an. Hier finden wir relativ weit oben eine Riesentapete an JavaScript-Code. Unter anderem findet sich halt auch der Bereich hier. Dieser Bereich ist zuständig, einzelne Pfade zu mappen, und zwar auf Namespaces. Ich suche jetzt gerade mal nach unserem Beispiel. Image Map. Das ist es nicht. Hier ist es. Wir haben also ein Namespace, Typo 3 CMS, Image Map und ein Pfad, der da sich hinter versteckt. Was Typo 3 jetzt macht, für alle Extensions, die installiert und aktiviert sind, wird automatisch ein Mapping erzeugt. Und zwar immer ausgehend davon, dass ein Modul mit Typo 3 CMS anfängt, den Namen der Extension enthält. Und das wird gemappt auf einen Pfad in Typo 3 Conf.ext, und zwar den Extension-Namen. Und da dann, weil wir Convention over Configuration seit Jahren gelernt haben, das befindet sich in Resources, Public JavaScript. Also man verwendet dort im Prinzip genau diese Standardpfade, die man von XBase her kennt. Alles soll in Resources liegen, alle Templates in Private, alle JavaScript-Dateien in Public. Und genau dieses Konzept hat der Core zu eigen gemacht und hat gesagt, wenn du möchtest, dass dein Modul findbar sein soll, dann muss sich das genau an diese Conventions halten. Wenn wir das jetzt mal auf unsere Extension hier beziehen, dann haben wir die Image Map. Jetzt mal nicht davon irritieren lassen, dass das hier in dem Ordner Packages liegt. Das liegt einfach nur daran, wie ich das Projekt konfiguriert habe. Im Typo 3 Conf.ext gibt es noch einmal die Image Map. Darin gibt es dann den Pfad Resources Public JavaScript. Und hier sieht man dann schon die nächste Notwendigkeit. Auch hier gilt wieder, wenn mein Modul Form Element heißt, dann muss auch meine JavaScript-Datei formElement.js heißen. Und wenn das alles soweit eingehalten wird, dann findet Require.js die Datei, lädt sie und stellt sie einem zur Verfügung. Also entweder arbeitet man dann im nächsten Schritt damit, dass man mit diesem Callback arbeitet, oder man lässt das Modul selbst sich sofort ausführen. Was meine ich damit? Hat jemand schon mal mit Require.js gearbeitet? Ja, okay, euch sollte das dann bekannt sein, wie so ein Modul funktioniert. Allen anderen, es wird einfach nur eine Klasse definiert, und entweder ruft man die Klasse direkt mit einem new, oder führt diese Klasse mit den Constructor dieser Klasse mit einem new aus. Das wäre die eine Variante, das ist das Self-Executing. Dann würde beim Laden des Moduls automatisch der Code ausgeführt werden. Dabei habe ich aber keine Möglichkeit, so ohne weiteres Konfigurationen bereitzustellen. Oder
Der etwas komfortablere Weg ist der, dass ich einfach die Klasse zurückgebe und dann den Constructor selber aufrufe. Bis hierhin soweit klar? Fragen? Noch keine? Okay. Das ist jetzt also der Bereich, der sich auf das TCA bezieht. Das Gleiche gibt es dann auch für Backend-Module. Das gestaltet sich dann so, dass man in dem Template des Backend-Moduls eben gucken. Nee, da ist es. Ich muss eben. Ja, muss eben gerade gucken. Ich glaube, ich habe es dann doch in die Layouts verschoben. Genau. Auch hier gibt es den Bereich, und zwar in diesem Fall wird das über den BE-Page-Renderer ausgelöst. Das ist ein fester View-Helper, den muss man einfach dafür verwenden, dass man dann über Include-Require-JS-Modules auch hier wieder seine eigenen Module bekannt gibt. Und das war dann die Magie für die Backend-Module. Also es ist vom Core super einfach gemacht worden, an diese Module ranzukommen. Man muss sich halt einfach nur daran gewöhnen, dass man jetzt nicht mehr irgendwie eine JavaScript-Datei schreibt, die von oben nach unten prozedural alles abarbeitet, sondern man sollte da so gewisse Strukturen einhalten, die ein etwas schickere Syntax anbietet. Wer mit Require.js schon gearbeitet hat, kennt sich hiermit schon aus. Wer das noch nicht gemacht hat, Require.js sorgt per Dependency-Auflösung dafür, dass alle Module, die benötigt werden, um das aktuell geforderte Modul sauber ausführen zu können, geladen werden, bevor das eigentliche Modul ausgeführt wird. Das erreichen wir hier, indem wir Require und Export übergeben. Das sind Standards, die sind immer mit an Bord. Zusätzlich holt man sich noch in diesem Fall jQuery rein und noch einen eigenen, eine weitere Klasse. Eine Frage? Okay. Wenn man eine eigene Klasse noch zusätzlich laden möchte, dann wird die einfach nur per Punkt relativ zu dem eigenen Modul geladen. Wenn man darüber hinausgehend noch andere Klassen braucht, wie zum Beispiel hier die Fabric, dann passiert das auch relativ und darin wird dann die Fabric gefunden. Core-Klassen, da muss man sich nicht darum kümmern, wo die liegen. Man muss auch da nur dafür sorgen, dass entsprechend die Module geladen werden und dann stehen sie einem auch im späteren Verlauf zur Verfügung. So, das ist also der einfach nur integrative Part, den man braucht, um das Ding zum Starten zu bekommen. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, die Session hat noch einen zweiten Teil, und zwar, wie bekomme ich jetzt TypeScript zum Laufen? TypeScript wird immer mehr eingesetzt im Core. Ich finde es eine recht saubere Variante. Jetzt ist natürlich die Frage, warum bräuchte ich das Ding überhaupt? Funktioniert doch alles prima so. Ich weiß doch, wie ich mein JavaScript zu schreiben habe. TypeScript ist für mich eher mal so ein Hilfsmittel, um meinen Code sauber zu bekommen. Es geht also eher darum, eine klare Syntax zu haben, dass ich nicht mehr raten muss, ist diese Property in meiner Klasse wirklich von dem Typen, den ich mir so erwarte. Das ist eigentlich im Prinzip auch schon alles, wofür ich TypeScript jetzt für mich nennenshaft heranziehe. Vorhin in der Session zu JavaScript im Backend kam noch das weitere Argument, TypeScript selber kennt jede Menge Fixes, die für bestimmte Browser nötig sind, die für bestimmte ES-Standards notwendig sind und baut die automatisch mit ein. Also wenn es irgendwas gibt, was im ECMAScript 5 noch nicht enthalten ist, dann sorgt TypeScript selber dafür. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus. Für mich sind das jetzt auch eher so die Baby-Steps. Hat mich aber relativ viel Zeit gekostet, da überhaupt hinzukommen, weil
das, was ich so an Quellen im Internet gefunden habe, für mich nicht hinreichend genug Informationen geliefert hat, um mal so eben in 10 Minuten eine Build-Pipeline hinzubekommen. Die eine Variante, die ganz viele empfohlen haben, nimm Webpack dafür. Wer damit schon gearbeitet hat, da kam schon das erste das ist ein Riesenmonster, was nachher rausfällt. Das ist nicht sehr schlank. Das ist auch kein Code, den man jetzt anderen irgendwie mit ausliefern möchte. Webpack geht davon aus, dass alles in einer einzelnen JavaScript-Datei steckt, also wirklich ein Pack. Das heißt, da bekommt man dann ganz schnell Probleme, wenn man Core-Module verwenden möchte, wie zum Beispiel das Modal oder den Color-Picker vom Core. Ich habe mich also recht schnell davon verabschiedet, habe mir dann angeguckt, wie macht das der Core, habe da eine gigantisch große Grunt-Array-Konfigurationssyntax vorgefunden und habe ganz schnell für mich entschieden, es mag für den Erzeuger dieses Konstrukts dienlich sein, ich verstehe es nicht, ich mache es nicht. Wir arbeiten ganz viel mit Gulp. Das ist eigentlich so unser Build-Tool der Wahl bei allen anderen Projekten, die wir so einsetzen. Habe mich halt also diesen Kenntnissen bedient und habe dann mal so angefangen, erstmal so alles andere, was man sonst so braucht, für Gulp aufzusetzen. Ich habe noch ein bisschen CSS, was mitgerendert werden muss. Ich möchte ganz gerne auch mal eine Source Map haben, damit ich nicht so viel raten muss. Beim SCSS brauche ich halt noch so ein paar zusätzliche Tools. Und dann geht es halt ums TypeScript. Und TypeScript hat, ich nenne es jetzt so ein paar Eigenheiten. Wenn man mit TypeScript loslegt, muss man wissen, TypeScript geht davon aus, dass man für TypeScript selber eine Konfigurationsdatei mitliefert. Wusste ich am Anfang nicht, hat mich Zeit gekostet, hat mich auch mal einen Blick in den Core wieder gekostet. Das ist eine Kopie von dem, was man im Core findet. Das sagt TypeScript einfach, was es machen soll, beziehungsweise was es nicht machen soll. Ganz klar, die aktuelle Version, die ich verwende zum Bauen oder das aktuelle Ziel, für das ich baue, ist ES5. Das ist also noch nicht mal das, was jetzt wirklich alle Browser können, aber alle aktuell supporteten Browser können das. Damit RequireJS sauber laufen kann, muss man auf jeden Fall als Modul AMD wählen. Der nächste Schritt, ich habe ihn übernommen, ich weiß nicht genau, was er bedeutet, was er mir jetzt heute sagen soll, kann ich nicht beantworten. Also die Frage bitte nochmal an den Chor richten. Das sagt nur aus, wo TypeScript meckert oder nicht meckert, was du für HTML-Standard benutzt. Ah, okay. Oh, gut. Also wenn du jetzt, du sagst jetzt, es ist alles okay, was 2017 ist. Okay, gut. Dann wird hier so ein bisschen an- und ausgeschaltet. Ich habe mich dafür entschieden, dass es explizite Definitionen gibt. Also wenn ich irgendwo eine Any-Property verwende, als Erläuterung, der erste sagt schon, nee, mach mal nicht. Any ist halt in diese Property oder in dieses Argument, das man der Methode übergibt, kann sich irgendetwas befinden. Wenn ich das verwenden möchte, / muss, dann will ich auch, dass in meinem Source TypeScript wirklich Any auch drinsteht. Also nicht nur, weil jetzt da gar nichts als Type angegeben wurde, Any annehmen, sondern ich glaube, ich muss mal zeigen, worum es dabei geht. Man hat hier so Argumente und Properties. Wenn man das richtig sauber alles hinbekommt und es richtig toll läuft, dann findet man an allen Stellen irgendwelche definierten Types. Deshalb auch TypeScript. Man weiß also, haargenau an dieser Stelle wird es ein jQuery-Element geben. Oder hier wird auf jeden Fall ein String übergeben. Kommt eine Number, ist irgendwas schiefgelaufen, guck nach, was in deinem Code passiert. Fest typisiert. Wenn es nicht so schön läuft, muss ich jetzt gerade mal gucken, ob ich das hier überhaupt noch drin habe.
Ja, wenn es nicht so schön läuft, dann sieht das so aus. Es gibt halt an gewissen Stellen einfach bedingt dadurch, dass ich älteren Code umgebaut habe, Zustände, die ich nicht 100% kontrollieren kann. Ich kann nicht vorhersagen, dass hier an dieser Stelle zum Beispiel, die ganz explizit, kann ich nicht vorhersagen, dass auch auf jeden Fall ein String kommt. Ich versuche das, soweit es geht, zu vermeiden. Auf jeden Fall ist dann die Konfiguration für TypeScript, wenn irgendwo kein Type angegeben wurde, dann meckere darüber und sagt beim Bauen, hier muss noch irgendwas passieren. Genau das Gleiche, wenn ich an irgendeiner Stelle mit this arbeite, dann muss klar definiert sein, was versteckt sich hinter diesem this. This verwenden wir ja ganz häufig in irgendwelchen Callbacks oder in irgendwelchen Funktionsaufrufen, sei es jetzt wirklich innerhalb einer Klasse, dass die eigene Klasse ist, oder in einem Callback, dem ich über bind irgendwas anderes untergeschoben habe. Ich muss auf jeden Fall sagen, was verbirgt sich dahinter. Genauso, wenn ich etwas zurückgebe. Und das sind halt Konfigurationen, die machen einem das Leben leichter, vielleicht, aber es macht es auf jeden Fall klarer, was mit diesem Code passieren soll. Diese Datei wird gebraucht, damit das Compilen selber sauber funktioniert. Dann gucken wir uns mal das Compilen an. Ich halte es immer für einen ganz guten Schritt, dass man sich unten drunter mal so die Scripts drunter schreibt, mit denen man wirklich baut. Das macht es den nicht ganz so erfahrenen Entwicklern leichter zu verstehen, was muss ich machen, um mein CSS neu gebaut zu bekommen. Oder wie kann ich jetzt, wenn ich irgendwo einen Konsolenlog eingebaut habe, wie kriege ich mein JavaScript dazu gebaut? Und dann brauche ich halt nur einen NPM-Run.js machen und muss mir im Prinzip keine Gedanken darüber machen, was da noch alles hinter an Tooling mir hilft. Dann gucken wir uns die Galb selber an. Hier befindet sich oben drüber der ganz normale Importbereich. Wer schon mal eine Galb-File selber erstellt hat, wird das kennen. Hier werden alle Module im Prinzip importiert, die ich zum Bauen selber verwende. Und dann gibt es jede Menge Konfigurationen, unter anderem welche Quellpfade, welche Zielpfade verwende ich. Das kann aber von Projekt zu Projekt unterschiedlich aussehen. Das ist halt eine Konvention, die man sich selber überlegen muss. Genauso wie ich auch die Konfiguration für die einzelnen Tasks in einem Array oben drüber definiere, dann habe ich direkt eine Übersicht, welche Dateien sind da relevant und habe hier unten drunter dann den eigentlichen Build-Bereich. Den zur Erläuterung hier, der ist nämlich ein bisschen abweichend vom Standard. Hier baue ich mir ein Array mit jede Menge Tasks auf und zwar Anzahl der hier konfigurierten Bereiche. Jeder dieser Bereiche wird nachher in einen Task umgewandelt. Es sei denn, ich verwende den --File-Parameter. Das habe ich mir einfach nur überlegt, weil ich manchmal nur einzelne Dateien neu bauen möchte. Dann lasse ich mir die Datei nochmal als Argument übergeben. Und wenn eine entsprechende Datei gefunden wird, und diese auch hier dann als, ich nenne es jetzt mal Array Key, auch wenn es hier eigentlich ein Object ist, aber wir kennen es halt vom PHP her als Array Key. Wenn es also als Key verfügbar ist, dann wird nur ein Task gebaut, ansonsten werden alle drei Tasks gebaut und die werden dann hier unten abgearbeitet. In dem jeweiligen Task wird die Konfiguration geladen als lokaler Pfad. Dann wird ein Projekt erzeugt aus der Config-Datei. Die verwendet dann den hier angegebenen Pfad, also eine einzelne TS-Datei, piped die durch das TS-Projekt, also TypeScript-Projekt. Und das Ergebnis wird dann nachher an die Zielstelle geschrieben. Und damit man noch in der Konsole einen vernünftig lesbaren Namen bekommt, wird noch für den Task jeweils ein Display Name definiert und der kommt hierher. TypeScript-Datei in eine JavaScript-Datei
umwandelt in deiner Auth Directory. Ja, hätte ich auch direkt in der npm per Script Aufruf machen können. Hätte dann aber nicht die restliche Konfiguration einfach so berücksichtigt, ja, wie ich sonst in den Projekten verwende. Aber die macht ja jetzt nichts, die Konfiguration. Naja, hier werden ja schon jede Menge Skriptpfade, Destinations und Sourcen definiert. Natürlich hätte man sich das auf eine Zeile runterbrechen können und das mal drei schreiben. Nee, das ist doch. Du hast jetzt drei Dateien, die kommen alle aus dem gleichen Ordner und kommen in den gleichen Ordner rein. Naja, hier werden ja schon die entsprechenden Konfigurationen aus dem Array übernommen. Und hier werden ja auch schon Dinge vorbereitet. Ja. Man hätte es sicherlich auch ohne eine Gulp-Datei machen können, wenn man nicht sämtliche anderen Bauprozesse eh schon über Gulp abfedert. Willkommen in meiner Welt. Das, als ich hier ein Backend-Modul gebaut hatte, ist schon wieder ein kleines bisschen her, aber das war immer so mein Problem, dass da, dass da irgendwie diese, dass die Dokumentation darüber fehlte und ich dann halt immer ausprobieren musste, wenn ich jetzt ein Modal brauche, da gibt es irgendwie dieses Modalmodul, dann hänge ich da immer mit X-Debug und gucke, wo da was registriert ist und habe das so lange ausprobiert, bis es irgendwann funktioniert hatte und dann besser nicht mehr anfassen, wenn es jetzt kaum noch Das fasst es wunderbar zusammen. Das ist auch das, was ich in der JavaScript-Session heute Morgen erwähnt hatte gegenüber. Das ist einfach so, nee. Also das ist einfach nicht dokumentiert. Aber so. Also wenn ich mir naja, also so ein Modal fängt schon da an, dass ich erstmal wissen muss, dass ich vielleicht vorher das Modul Icon laden muss, bevor ich ans Modal rangehe. Also das hat so Abhängigkeiten, die erschließen sich über die Dokumentation nicht. Also wenn ich jetzt auf docs-typo3.org mir das irgendwie zurechtsuchen wollen würde, finde ich das nicht hinreichend genug. So, also ich habe mir das alles aus dem Image-Cropper rausgelesen. Jetzt habe ich auch den Fall, dass sich das so nahtlos wie möglich ähnlich anfühlen soll wie der Image-Cropper, weil ich eine ähnliche Aufgabe habe, Bilder zu verarbeiten. Aber dass man zum Beispiel wirklich erstmal mit einem Icon anfängt und wenn das Icon geladen wurde, dann erstmal den Modal über sich das Advanced holt, also da tut es mir einfach leid, da finde ich die Dokumentation nicht, nicht übersichtlich genug. Ja, aber da hat sich bisher noch nicht wirklich viel geändert. Also es sind 10 mehr dazu gekommen, aber wenn man sich alleine nur auf die 9 bezieht, nee. TypeScript ist es aber noch keine Anforderung vom Core. Also ich hätte da bisher immer Vanilla JavaScript geschrieben. Anforderung ist das grundsätzlich nicht. Mit TypeScript tust du dir aber selber einen Gefallen. Ja, manche Module sind halt schon in TypeScript geschrieben. Richtig. Wenn du die jetzt ändern willst, dann musst du sie in TypeScript ändern. Die Core-Module, aber wenn du eigentlich schreibst. Nee, du musst es für dich selber nicht machen. Also das kannst du auch mit dem ersten Teil nur einfach das über Require.js registrieren und dann laden lassen, reicht das vollkommen aus. Der Benefit entsteht dann, wenn du deine eigenen Properties sauber typisiert hast, dass du in deinem eigenen Code deutlich sauberere Übersicht hast über dein Projekt. Und du könntest da das Modul jetzt eben auch TypeScript ist und auch direkt sehen, wie du es richtig benutzt in deinem Code, ohne Dokumentation zu lesen, weil TypeScript sich dann selber beschwert, wenn du es falsch konfigurieren würdest. Also ja. Also die Benefits sind eher
die eigene Klarheit, dass man halt seinen eigenen Code besser kontrolliert. Und die Motivation, warum ich jetzt TypeScript verwendet habe, ist einfach, wenn der Core damit jetzt anfängt, dann hat er dafür einen Grund. Und das machen die ja nicht erst seit gestern, sondern das machen die jetzt schon seit ein paar mehr Monate. Und ich finde halt, in Summe wird man sich dann auch beim eigenen Programmieren klarer. Dieses Ganze, was ich hier geschrieben habe, wenn man sich den Area Editor anguckt, ist er immer noch nicht da, wo ich ihn haben will. Die Strukturen, die man mit JavaScript sich schafft, sind in aller Regel simpler gestrickt, als wenn man sie mit TypeScript aufsetzen würde. Ich bin zum Beispiel in JavaScript einfach hingegangen, habe mir eine Aggregator-Methode geschrieben, die mir eine multiple Vererbung ermöglicht. Wenn man das Ganze mit TypeScript nativ macht, kommt man erst gar nicht auf die Idee, so einen Blödsinn anzufangen. In nativ. Also es gibt verschiedene Libraries, die genau das machen in TypeScript, also Klasse MST oder sowas. Okay. Ich halte es im Nachhinein, nachdem ich jetzt das umgebaut habe, für einen riesengroßen Fehler, dass ich das überhaupt überlegt habe. Also man kommt nicht mehr auf die Idee, diesen Blödsinn anzufangen. Es ist ein sehr gutes, hilfreiches Tool, um sich klarer zu werden, was man jetzt gerade vom Code will. JavaScript ist ziemlich schnell zu missbrauchen für jede Menge Blödsinn. Ich weiß nicht, wem der Begriff Monkey Patching irgendwie was sagt. Ich kann Methoden on the fly überschreiben. Das ist ein ganz fürchterlicher, immer wieder vorkommender Prozess in JavaScript. Das vermeidet man mit TypeScript, glaube ich, weitgehend. Oder es wird einem nicht einfach gemacht, so etwas zu machen. Nee, das ist der Rand, damit hat der TypeScript nichts zu tun. Ja. Und so ein TypeScript würde dann nur enforcen, dass du beim Überschreiben die Signatur beibehältst. Ja, okay. Also du wärst immerhin, es wäre dann immerhin sauber umgesetzt, ja. Nee, also wer sich überhaupt nicht mit TypeScript beschäftigen will, der ist nicht dazu gezwungen. Es hilft aber ungemein. Und der Core ist halt, wenn man wirklich mit dem Source arbeitet, wenn man sich das also runterklont und anguckt, was da für TS-Dateien drin sind, da sind wirklich Perlen dazwischen. Gerade jetzt die Ajax-Request-Klasse, die ist super sauber geworden. Da kann man jede Menge von lernen. Leichter geht es da nicht. Kannst du noch mal kurz zeigen, wie du dein eigenes Modul registriert hattest? Ja, also im Endeffekt passiert das nur an der Stelle, wo das Element gerendert wird. Also das ist halt auch ein Riesenvorteil, wenn man diese Module, wenn man ein Form-Element selber erstellt, wenn man die Module an dieser Stelle über das Result-Array registriert als Require.js-Modul, dann wird es auch nur in dem Moment geladen, wo der Redakteur Zugriff auf dieses Element hat. Kriegt der Redakteur nicht die Möglichkeit, das Feld zu bearbeiten, weil es über Excludes nicht hinzugefügt wurde in der Backend-Gruppe, wird das JS an der Stelle überhaupt nicht geladen. Das macht das nochmal so ein bisschen wirklich modularer. Es wird nur noch das reingezogen, was benötigt wird. Und das Gleiche ist es dann halt auch im Backend-Modul. An der Stelle, wo ich es jetzt hier im Layout habe, ist es vielleicht nicht unbedingt die eleganteste Stelle, aber wir haben halt noch. Ja, kann man auch da machen. Ich finde es halt smarter, indem ich in dem Template sage, diese Module bitte mitladen. Dann wird diese Kombination an Modulen auch nur dann geladen, wenn ich den Kalender öffne. Wenn ich eine andere Action öffne, habe ich die Möglichkeit, eine andere Menge an Modulen zu requiren. In der 9er? Müsste ja, wenn dann irgendwo dran stehen.
Nö. Weißt du, ob der deprecated ist? Ich glaube ja, ne? Gucken wir mal in den Container. Mein letzter Wissensstand dazu war, dass man das, glaube ich, eher über den Controller machen sollte. Im Container steht es aber auch nicht drin. Na, also im Backend-Modul weiß ich jetzt nicht, ob es noch in der 10er so laufen würde. Das muss ich, wobei das können wir ja auch einmal kurz nachschauen, ob er überhaupt noch da ist. Fluid. Also der Container ist noch da und der Page Renderer ist auch noch da. Und hat die Include Required JS Modules auch immer noch enthalten. Also, und da in der 10er, da in der 10er auch mittlerweile alle Deprecations weggelöscht worden sind, würde ich jetzt nicht erwarten, dass es noch kommt. Weitere Fragen? Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch ein schönes Camp.